Ja, hallo liebe Leute, ich möchte euch heute von einer Fortbildung erzählen, die ich vorgestern besucht habe. Eine Ärztefortbildung, wo es um das Thema Superfoods und Nahrungsergänzungsmittel ging. Ich habe mich überraschen lassen, wollte gucken, worum es geht, was genau erzählt wird, ob es eher kritisch ist oder ob es eher positiv ist, habe mir jetzt nicht zu viel davon erwartet, was ich dann erleben musste. War doch sehr, sehr enttäuschend. Am Ende dieses Videos wird nochmal ein zweites Video eingespielt, geht circa 3 Minuten. Und da seht ihr eine kurze Diskussion von mir mit dem Referenten dieses Vortrages, dieser Fortbildung, bei dem es um Vitamin D geht. Ich möchte so ein bisschen erzählen, wie diese Fortbildung aufgebaut war. Dabei geht es viel auch um das Thema Trivium, wenn ich ein bisschen erkläre, was da alles gesagt wurde. Trivium quasi als Kunst des Diskutierens, der Rhetorik. Er hat also so ein bisschen letztendlich Superfoods und Nährstoffessenzen, Nahrungsergänzungsmittel schlecht darstellen wollen. Ja, das hat er mit speziellen oder verschiedenen Techniken so ein bisschen versucht. Und wenn man sich damit nicht auskennt, und das tun eben auch die meisten Ärzte nicht, dann kann es sein, dass man bewusst oder unbewusst manipuliert wird. Ich möchte auch keinen Namen nennen, ich möchte niemanden bloßstellen oder lächerlich machen. Ich weiß auch nicht, was die Intention dieses Kollegen war für diesen Vortrag. Ich möchte ihm jetzt auch keine schlechte Intention vorwerfen. Wahrscheinlich wusste er es wirklich nicht besser. Dabei ist er wie folgt jetzt vorgegangen. Ich habe es mir hier so ein bisschen mitgeschrieben gehabt während dem Vortrag und das möchte ich jetzt euch ein bisschen erklären, wie es da vonstatten ging. Zunächst hat er einige Internetseiten vorgestellt, die quasi über diese Superfoods berichten, hat dort zitiert und hat diese Formulierungen lächerlich gemacht. Er hat also Formulierungen lächerlich gemacht. Nicht etwa den Inhalt, er hat nicht über den Inhalt gesprochen, dass dieses und jenes Superfood oder Nahrungsergänzungsmittel jetzt schlecht wären, weil, sondern einfach nur die Formulierung wurde lächerlich gemacht. Er hat dafür dann auch Applaus bekommen, viele haben genickt und so weiter, haben gelächelt, fanden das toll, weil es teilweise halt auch ein bisschen lustig war. Argumente gab es aber zunächst gar keine. Das nächste war dann, dass es um das Thema Umsatz, also um das Finanzielle ging. Er hat so ein bisschen dargestellt, dass der Umsatz an Superfoods, an Nahrungsergänzungsmitteln in den letzten Jahren gestiegen ist. Und das wiederum als Argument aufgeführt, dass es nur ums Finanzielle geht, um den Verkauf geht und so weiter. Dabei war er jetzt als Chefarzt und quasi wirklich Hardcore-Schulmediziner, ist er natürlich einer, der auch Medikamente an den Patienten bringen muss, möchte, was ja grundsätzlich jetzt erstmal nicht verkehrt ist. Es gibt Medikamente, die sehr sinnvoll sind, aber auch die, oder das hat er nicht angesprochen, haben einen stetig steigenden Umsatz. Ja, das ist erstmal scheinbar egal, aber beim Umsatz von Superfoods, von Nahrungsergänzungsmittel, war das natürlich eine Katastrophe, ganz schlimm. Da darf nicht mehr verkauft werden, deswegen ist es schlecht. Auch dieses Argument ist ein Scheinargument, ein logischer Irrtum zu glauben, nur weil von etwas mehr verkauft wird, es schlecht sein müsste, macht keinen Sinn. Dann hat er gesagt, es gibt grundsätzlich immer mehr, immer verschiedenere Produkte. Auch das wäre ein Argument dafür, dass Nahrungsergänzungsmittel schlecht wären. Es werden Versprechungen gemacht, wobei lediglich die Inhaltsstoffe beschrieben werden. Als Beispiel, genau, als Beispiel hat er dann das Thema Chiasamen gebracht gehabt. Das wurde dann von ihm so ein bisschen auseinandergenommen, dass es
im Grunde nichts anderes wäre als zum Beispiel Leinsamen. Die gleichen Mineralien, Spurenelemente und so weiter wären auch in Leinsamen drin, was dann einheimisch wäre und man im Grunde gar nicht auf Chiasamen angewiesen wäre. Gleichzeitig hat er dann die Höchstmenge von den Höchstmengen der Chiasamen erzählt. Es wäre laut EU-Richtlinie so, dass man nicht mehr als 15 Gramm Chiasamen zu sich nehmen dürfte, weil es sonst unter Umständen auch zu Wechselwirkungen mit Medikamenten, mit Blutverdünnern käme. Deswegen wäre das gefährlich. Also nochmal, er hat gesagt, Leinsamen wären okay, sind die gleichen Inhaltsstoffe, Chiasamen nicht okay, gleiche Inhaltsstoffe, weil es zu Blutungen kommen könnte. Quellen dazu hat er überhaupt nicht genannt. Er hat gesagt, 15 Gramm maximal darf man zu sich nehmen an einem Tag, mehr nicht. Aus dem Publikum, auch ein ärztlicher Kollege, hat dann gefragt, woher er diese Angabe 15 Gramm hätte und wie er darauf käme. Eine richtige Antwort gab es nicht. Ja, hier die EU-Richtlinie. Auf die Nachfrage, ja, woher kommt diese EU-Richtlinie, gab es auch wieder keine Antwort. Ja, das sind halt Chemiker, die sich auskennen, die das mit Sicherheit sehr gut machen und für uns quasi diese Belege bringen. Das war das Argument. Also erstmal wieder Scheinargument, nichts wirklich Sinnvolles, Brauchbares. Er hat dann gesagt, die Patienten müssten wieder in die Realität zurückgebracht werden. Und es wäre quasi auch die Aufgabe von uns Ärzten. Es dürften keine Versprechungen gegeben werden. Das hat er erklärt, das stimmt auch. In Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel oder Superfoods dürfen keine Versprechungen in Texten oder im Verkauf vorkommen. Das sind die sogenannten Health Claims. Das stimmt, das ist so Gesetz, wieso auch immer. Und hat auch gesagt, dass Studien nicht erforderlich wären. Und jetzt ist hier wieder ein psychologischer Trick im Grunde drin, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist. Es sind keine Studien erforderlich, um Superfoods oder Nährstoffessenzen zu verkaufen. Dass sie nicht erforderlich sind, um sie zu verkaufen, bedeutet aber nicht, dass es sie nicht gibt. Und das wird dann wiederum quasi bei den Zuschauern, bei den Zuhörern dieses Vortrags ausgeblendet. Sie hören nur, es sind keine Studien erforderlich. Und im Gehirn kommt dann an, es gibt keine Studien. Ja, es ist quasi nicht wissenschaftlich irgendwie belegt oder untersucht und so weiter. Ist aber nicht korrekt. Genau. Dann, was hat er noch gesagt? Superfoods werden lächerlich. Genau, die wurden nochmal lächerlich gemacht. Würden angeblich das Immunsystem stärken, hat er gesagt. Belege dafür, dass sie es nicht tun, gab es nicht, nur würden angeblich das Immunsystem stärken. Ja, dabei immer wieder gelacht, belegt wurde nichts. Er hat ein bisschen über Cranberry-Saft gesprochen, über Aronia gesprochen. Die Produkte wären nicht standardisiert, es wäre eine Verbrauchertäuschung. Okay. Dann hat er über Risiken gesprochen, dass es eine gewisse Keimbelastung geben könnte, dass toxische Inhaltsstoffe darin sein könnten, dass es eine Pestizidbelastung gebe und so weiter und so fort. Klar, alles kann irgendwie pestizidbelastet sein, alles kann toxische, giftige Stoffe beinhalten, wenn sie nicht entsprechend angebaut wurden. Das gilt aber für einheimische normales Essen genauso wie Superfoods oder eben Nahrungsergänzungsmittel. Macht also erstmal überhaupt keinen Unterschied. Dann gibt es natürlich sowas wie Wildkräuter, was eigentlich auch als Superfood gelten darf. Und da ist die Pestizidbelastung, je nachdem, wo man es natürlich nutzt, meistens sehr niedrig bis gar nicht vorhanden. Dann hat er ganz komisch das Thema gewechselt, ist quasi nach Spanien gereist. Hat gemeint, es gab ja jetzt vor kurzem einen Fall in Spanien, wo ein Pilzgericht verwechselt wurde, man einen falschen Pilz genutzt hat und der Gast dadurch vergiftet wurde. Was das jetzt mit Superfood, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun hat und
Warum die jetzt schlecht sind, nur weil da ein Pilz verwechselt wurde, habe ich nicht verstanden. Konnte er auch nicht so wirklich erklären. Dann sagt er, Allergien nehmen zu. Allergien nehmen zu. Und hat das wiederum auf die Superfoods bezogen. Aufgrund der erhöhten Zufuhr von Nährstoffessenzen und Superfoods würden die Allergien zunehmen. Woher jetzt diese Annahme kommt, weiß ich nicht, hat er auch wieder nirgends erklärt oder angesprochen. Granatäpfel können die Wirkung von Medikamenten verlängern. Wäre jetzt für mich ein Grund, darüber nachzudenken, ob Medikamente alle notwendig sind. Ja, im Krankenhaus haben wir immer wieder Patienten, die zig Medikamente haben, wo dann mein internistischer Kollege hergeht und einiges aussortiert, weil einfach nicht notwendig und blödsinnig. Also vielleicht erstmal gucken, ob Medikamente notwendig sind, bevor man über Granatäpfel nachdenkt. Das gleiche hat er auch bei Papaya gesagt, bei Goji-Beeren wären hochgefährlich. Hochgefährlich. Also dieser Vortrag hätte den Vortrag von der Professorin zum Kokosöl um Längen geschlagen. Also locker in den Schatten gestellt. Vollkornprodukte sind billiger und stets verfügbar. Das war die Argumentation, wirklich. Billiger und stets verfügbar ist die Argumentation, dass man Vollkornprodukte, Superfoods und Nährstoffessenzen vorziehen sollte. Gut, dann hat er gesagt, Nahrungsergänzungsmittel brauchen keine Zulassung. Auch das ein Grund, die zu meiden. Es gibt kein Zulassungsverfahren wie etwa bei Medikamenten. Man dürfte alles mischen und irgendeinen Namen dem Ganzen geben. Es gebe keine Überwachung. Also auch das ist wieder die Argumentation, warum Nahrungsergänzungsmittel und so weiter schlecht wären. Was hat er noch gesagt? Ich lese mal kurz. Dann kam der Hinweis natürlich wie immer auf eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Was das genau bedeutet oder sein soll, wurde natürlich auch nicht erklärt, aber eben gesund und abwechslungsreich natürlich. Genau, dann hieß es darf keine Heilversprechen geben. Das darf ich als Arzt übrigens auch nicht. Ich kann nicht zu einem Patienten gehen und sagen, ich operiere Sie und dann sind Sie definitiv geheilt oder haben keine Schmerzen mehr, Ihnen geht es definitiv besser. Das wäre ein Versprechen. Dieses Versprechen darf ich auch als Arzt mit Medikamenten, mit Operationen und so weiter nicht geben. Heißt aber nicht, dass eine OP nicht sinnvoll sein kann, nur weil ich kein Versprechen geben kann. Also auch diese Argumentation greift nicht, ist ein Scheinargument. Genau, Arzneimittel wären ganz anders, die wären brutal gut kontrolliert, daher gilt das alles nicht. Dann wurden ein paar Beispiele für Firmen gebracht, die Nährstoffessenzen auf den Markt bringen und ganz schlimm wären und ja, nicht seriös und so weiter. Dann ging es um Chrom und Diabetes. Er hat zwar zugegeben, dass Chrom einen Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel hat, auf Insulin und so weiter, aber es gebe kein Zeichen für einen Mangel. Es gebe kein Zeichen für einen Chrommangel. Wir haben immer mehr Diabetiker. Natürlich gibt es verschiedene Gründe, aber dass es kein Zeichen für einen Chrommangel gibt, hat er wieder nicht erklären können. Es wäre nur bei einer parenteralen Ernährung der Fall, also wenn man quasi über die Vene Ernährung bekommt, dann käme es zu einem Chrommangel. Ansonsten, egal, scheinbar egal, was man isst, man hat keinen Chrommangel. Scheinbar kann man es irgendwie einatmen in der normalen Luft. Wir wären alle sehr gut versorgt in Deutschland. Es gibt natürlich zig Studien, die die Chromversorgung in Deutschland untersucht haben, deswegen weiß der gute Mann das. Quelle war nur irgendeine Diabetes-Seite. Okay, müssen wir dann glauben. Dann hat er einige Studien erklärt oder erklärt, wie Studien grundsätzlich ablaufen und dass sie oft keinen Effekt zeigen bei Superfoods und Nährstoffessenzen.
zum Beispiel, dass es nur eine Studie gibt, die einen Effekt zeigt und dann wiederum ganz viele zum gleichen Stoff, die keinen Effekt zeigen. Und das wäre für ihn Grund, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nährstoffessenzen keinen Effekt haben, deutlich größer wäre. Wer jetzt meine Videos kennt, ich habe ja 2 Videos auch gemacht zu dem Thema, dass Studien falsch designt sein können. Wir wissen zum Beispiel, dass beim Vitamin D es viele Studien gibt, die keinen Effekt zeigen, aber sehr klar ist, warum diese Studien keinen Effekt zeigen. Die sind falsch designt, da werden Vitamin D-Spiegel gar nicht bestimmt, da werden Dosierungen gegeben, die, ich sage immer, für meinen Goldfisch vielleicht noch ausreichend wären. Und es werden zum Beispiel Monatsgaben verabreicht, anstatt eben Vitamin D zum Beispiel täglich zu geben. Das gilt auch für viele andere Nährstoffessenzen, zum Beispiel auch für Omega-3 gab es ein Beispiel in einem meiner Videos. Genau. Studien, aber diese Studien, die er angesprochen hat, die jetzt mal was Positives zeigen und die ganz vielen anderen, die nichts zeigen, hat er aber nicht irgendwie genauer gezeigt oder erläutert oder angesprochen, nur dass es die gibt. Genau, dann war es eine Zimtstudie aus Indien, dass man mit Zimt eben festgestellt hat, dass die Blutzuckerwerte sich verbessern, aber es waren nur 60 Teilnehmer, also nicht brauchbar. Und die toxikologische Unbedenklichkeit war nicht belegt, deswegen nicht brauchbar für ihn. Dann zeigt er komischerweise eine Folie, wo man sieht, wo Zink zum Beispiel überall im Körper notwendig ist, sagt aber, Zinkmangel ist in Deutschland nicht vorhanden und alle sind ausreichend versorgt. Er hat also alle Menschen in Deutschland untersucht und weiß, dass alle ausreichend mit Zink versorgt sind. Da kam dann auch wieder ein Aufruf aus dem Publikum, ein Arzt, der gesagt hat, mit Sicherheit haben nicht alle genug Zink. Ich gebe meinen Patienten Zink und das Immunsystem verbessert sich. Sie werden seltener krank. Genau, also und dieser Kollege hat auch gesagt, dass er Zink misst und festgestellt hat, dass bei denen, die häufiger krank werden, ein Zinkmangel vorhanden ist. Das ist wissenschaftliches Arbeiten. Und nicht zu sagen, wir sind alle gut versorgt, belegen kann ich es nicht, aber ist halt so. Genau. Und auf die Frage hin, woher er das habe, dass alle ausreichend mit Zink versorgt sind und maximal 25 Milligramm Zink eingenommen werden dürften, sonst wäre es schädlich, kam die Antwort, es steht in den Empfehlungen. Das war die Antwort, es steht in irgendwelchen Empfehlungen. Herleiten konnte er es nicht, erklären konnte er es auch nicht. Das wäre quasi, genau, steht im Bundesinstitut für Risikobewertung. Wer auch immer das dann zusammenschustert. Und dann ging es weiter zum letzten Thema. Da waren ein paar andere Sachen noch dabei, Kleinigkeiten. Also nochmal, Superfoods waren für ihn Chiasamen, es war ein bisschen Chrom als Nahrungsergänzungsmittel, Zink und Zimt. So, das waren so die großen Themen. Ein bisschen Granatapfel war dabei, ein bisschen irgendwelche Beeren, nichts Dramatisches. Also und damit wollte er jetzt belegen, dass Superfoods Blödsinn sind. Dann sagt er, dass er als Endokrinologe in seiner Klinik viele Patienten habe, die mit Vitamin-D-Präparaten kommen. Ganz schlimm, wäre nicht notwendig. Und sein einziges Argument, wieso er Vitamin-D als nicht sinnvoll erachtet, und das war wirklich das einzige Argument leider, war, dass es ihm schwerfällt zu glauben, dass wir von der Natur defizitär angelegt sind. Das ist kein Argument. Ja? Und in dem Video, das jetzt am Ende dieses Teils kommt, was ich dann nochmal angehängt habe, da sieht man mich nicht, aber man sieht mich reden, wo ich dann mit dem guten Herrn diskutiere. Und da wiederholt er das auch wieder, dass er davon ausgeht, dass Vitamin D nicht notwendig ist, weil wir sonst defizitär von der Natur angelegt wären. Er sagt, dass die Referenzwerte zu hoch angelegt sind. 20 oder 30 Nanogramm pro Milliliter wären zu hoch, weil sonst ja 50-60% der Bevölkerung im Mangel wären. Das kann ja nicht sein. Genau, und ob es logisch ist, dass so viele Vitamin D nehmen müssten.
Für ihn ist aber scheinbar gleichzeitig logisch, dass so viele Leute Medikamente nehmen müssen. Also ein Medikamentenmangel haben quasi alle Menschen, aber keiner hat einen Vitamin D-Mangel. Ist das logisch? Ist das die Natur? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Genau, er sagt, es wird viel versprochen. Es gebe keine ausreichenden Daten. Im Netz finden sich irgendwelche Aussagen. Genau, das war auch, ist auch so ein interessanter Punkt. Auch wieder aufpassen, Psychologie. Er sagt immer wieder, wenn es jetzt um Nährstoffessenz und sowas ging, hat er immer wieder gesagt, im Netz findet man. Damit wertet er quasi diese Information ab. Also alles, was im Netz steht, ist schlecht oder falsch oder minderwertig von der Informationsquelle her. Interessanterweise stand unter jeder deiner Folie Quelle www. und so weiter. Also seine Quellen aus dem Netz sind scheinbar in Ordnung, aber alles andere aus dem Netz ist schlecht, unbrauchbar. Dann hat er von einem Beispiel erzählt, tief Luft geholt, er hat einen Patienten gehabt, dieser hat jahrelang große Mengen Vitamin D eingenommen, 9000 Einheiten täglich hat er jahrelang genommen. Und dann sagt er, ich zitiere, und wir wissen ja alle, dass das hochtoxisch ist für die Niere. Wissen wir ja alle. Hochtoxisch. Auch da kein Beleg, dass es hochtoxisch wäre. Die Studien, die zeigen, dass Vitamin D einen sehr positiven Einfluss auf die Niere hat, auf die Nierenfunktion hat, kannte er wohl nicht. Als Höchstdosis hat er 400 Einheiten Vitamin D angegeben. Das könnte man nutzen, mehr aber nicht. Er sagt, reden Sie es den Patienten aus. Reden Sie es den Patienten aus, Vitamin D zu nehmen. Die Patienten werden Ihnen dankbar sein, denn sie sparen damit auch Geld. Also, Argument war, reden Sie es den Patienten aus, weil die Patienten damit Geld einsparen. Dass Patienten vielleicht extrem viel Geld verlieren, wenn sie krank sind, wenn der Kopf nicht funktioniert, wenn sie Krebs kriegen, wenn sie Autoimmunerkrankungen kriegen, wenn sie weniger fit sind, wenn sie einfach nicht mehr Schlaf brauchen. Davon war nicht die Rede, dass natürlich dann auch Krankheiten wiederum sehr viel kosten, auch für die Allgemeinheit, für die Krankenkassen und so weiter. Auch davon kein Wort. Genau, die einzig sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel oder das einzig sinnvolle war die Folsäure in der Schwangerschaft. Hat er jetzt auch nicht erklärt, warum es sinnvoll ist, aber das wäre das einzig sinnvolle. Genau, und jetzt möchte ich kurz noch was zu dem jetzt gleich kommenden Video sagen, damit man vielleicht die Vorgeschichte kennt. Ich habe mich dann irgendwann eingeschaltet und eben auch in die Diskussion in der Fragerunde. Zunächst hat jemand gesagt, dass er sehr, sehr enttäuscht ist von diesem Vortrag, weil er nicht hierher gekommen ist, um einen Vortrag zu hören, wo einfach nur irgendwas in den Raum geschmissen wird, ohne Belege, ohne irgendeine Erklärung, warum das so ist. Es gebe keine Quellen. Daraufhin hat er gesagt, ja, hier unten unter den Folien stehen ja die Quellenangaben. Das waren dann, wie gesagt, immer DGE oder EU-Richtlinie oder Bundesinstitut für Risikobewertung. Richtige Quellenangabe war das nicht. Und hat gemeint, ja, ich kann Ihnen ja die Folien schicken, darunter stehen ja die Quellen. Das war alles. Ja? Damit abgewatscht. Dann hat sich ein Hausarzt gemeldet, hat gemeint, ja, ich messe sehr häufig bei meinen Patienten den Vitamin-D-Spiegel und habe wirklich erschreckende Ergebnisse festgestellt, dass die sehr, sehr niedrig sind, sehr häufig niedrig sind. Und sobald ich den Patienten Vitamin D gebe, geht es ihnen besser, sie werden weniger krank und so weiter. Das hat er schön ausgeführt. Und als Antwort kam von diesem Referenten, das ist Ihre Einzelerfahrung. Das ist Ihre Einzelerfahrung, das können Sie doch bitte jetzt nicht hier als Argument bringen. Und in dem Moment wurde es mir dann so ein bisschen zu viel, habe mich auch gemeldet und habe versucht, ihm so ein bisschen zu erklären, dass es keine Einzelerfahrung ist,
sondern dass es belegte Untersuchungen gibt, dass es sehr viele Studien gibt und so weiter, werdet ihr jetzt gleich sehen. Er hat dann immer wieder mit dem Argument kommen wollen, dass es nicht sein kann, dass die Natur uns defizitär angelegt hat, und das ist seine Meinung und das ist quasi sein Argument, also kein Argument. Dann hat er auch gesagt, dass es sehr viele verwirrende, unklare Studien gibt. Auch da musste ich ihn kurz. Natürlich hat er ein Mikrofon gehabt, es waren 200 Ärzte im Raum, es war ein Riesensaal. Ich habe versucht, so ein bisschen mit meiner Stimme auch Kontra zu geben. Er hat natürlich sein Mikro. Ja. Aber ihr werdet es gleich sehen, dass ich da schon einiges erzählen konnte, trotzdem zum Vitamin D. Und dann sagte er, dann ging es darum, genau, habe ich ihm erklärt, wie Vitamin D überhaupt hergestellt wird. Und ich habe schon gemerkt, dass er nicht weiß, wie Vitamin D in der Haut produziert wird. Habe ihm erklärt, Cholesterin. Und dann habe ich ihn mal kurz weitermachen lassen, ob er weiß, was da notwendig ist, um aus dem Cholesterin die Vorstufen herzustellen. Wusste er nicht, habe ich ihm dann nochmal gesagt, UVB. Dann hieß es, ja, wir haben ja genug Tageslicht. Also er hat UVB-Strahlung mit Tageslicht gleichgesetzt, was natürlich wieder Unsinn ist. Und wer so ein bisschen die Studienlage kennt, wer die Arbeiten von Professor Michael Hollick schon aus den 1970er Jahren, also die Informationen sind fast 50 Jahre alt. Und dieser Kollege, der vorne stand, war mit Sicherheit etwas älter als 50 Jahre. Also diese Informationen sind da. Er hätte wissen können, wie Vitamin D hergestellt wird, dass UVB notwendig ist, welche Wellenlänge notwendig ist, dass wir zum Beispiel 290 bis 315 Nanometer. Das heißt, nicht nur weil es irgendwo Tageslicht gibt, heißt es auch, dass wir genug Vitamin D produzieren können. Dann war er davon überzeugt, dass man quasi in den Bergwerken in England, wenn wir jetzt dort wieder wären, dass man dann vielleicht Vitamin D substituieren sollte, aber ansonsten wäre es nicht notwendig. Dann habe ich nochmal erklärt mit UVB-Strahlung und so weiter. Hat sich nochmal jemand aus der vorderen Reihe umgedreht und gesagt, eine halbe Stunde Fahrradfahren würde ja reichen. Ja, also völlig belanglose Dinge, völlig unlogische Zusammenhänge, die nur zustande kommen können, wenn man sich mit dem Thema Vitamin D nicht beschäftigt hat. Egal, ob man sich Endokrinologe nennt oder nicht, man hat sich nicht ausreichend mit dem Thema beschäftigt, sonst würde sowas nicht bei rauskommen. Genau, als ich dann ruhig war irgendwann, weil er gesagt hat, ja, wir müssen weitermachen und wir müssen auch anderen die Chance geben zu reden, hört man vielleicht in dem Video nicht mehr, aber am Ende sagt dann nochmal ein Neurologe, dass er auch mit MS und mit neurologischen Erkrankungen sehr gute Erfahrungen mit Vitamin D gemacht hat und noch anfügen möchte, dass es die Arbeit von XYZ gibt, die zeigt, dass bei älteren Herrschaften die Vitamin D-Produktion außerdem auch noch zurückgeht in der Haut. Also als alter Mensch mit vielleicht 50, 60, 70, 80 Jahren wird die Produktion immer schwieriger. Ja, auch das muss man bedenken, was der gute Kollege leider nicht getan hat. Damit möchte ich das Video beenden. Jetzt kommt, wie gesagt, nochmal 3 Minuten Diskussionsrunde mit dem guten Herrn. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, wie Manipulation funktionieren kann, wie Scheinargumente funktionieren. Trivium ist ganz wichtig, das Trivium zu verstehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Es ist schon dunkel geworden. Das heißt für mich, ich muss aufhören. Bis.